in einen Antrag zu fassen, vielleicht vorneweg. Unser Antrag zielt darauf ab, das zu tun, was Bayern tun könnte. Natürlich ist es wichtig, auch in Europa rumzukritisieren, aber was haben wir für Möglichkeiten? Punkt 1 ist für uns natürlich, wir müssen im Bereich der Grenzen die Schleierfahndung intensivieren. Das sagen Ihnen die Grenzpolizei-Leute unten, die hier vor Ort sind. Die fordern 200 bis 300 Personen mehr, um flächendeckend einfach hier auch Nachtstreife fahren zu können. Das habe ich von einem Polizisten, diese Zahl aber nicht aus den Fingern gesaugt. Ich könnte Ihnen auch den Namen nennen, der mit der Sache zu tun hat. Bayern müsste hier mehr Personal liefern, um wenigstens hinter der Grenze abzufangen, was über die Grenze kommt. Zweitens, und da bedauere ich jetzt, dass der Herr Innenminister und der Herr Ministerpräsident nicht da sind. Ich hätte beide gefragt, was sie in die Wege geleitet haben, um die Grenzkontrollen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet verlängern zu dürfen. Es war ja damals der Aufschrei aus Bayern berechtigt, als es geheißen hat, okay, zum November hin wird Schluss sein mit den Grenzkontrollen. Dann kam relativ überraschend von einer EU-Sprecherin die Aussage, ja, dann müsst ihr eben einen Antrag stellen auf Verlängerung. Die machen das nicht von sich aus, sondern wir müssen als Bayern im Zusammenwirken mit der Bundesrepublik beweisen, dass hier weiterhin Gefahr in Verzug ist, dass hier eine Gefahr für die innere Sicherheit droht. Wir müssen diese Zahlen melden und müssen dort versuchen, eine Zustimmung zu bekommen, dass diese Grenzkontrollen, die unzweifelhaft wichtig sind, auch wirklich kommen. Nicht, dass wir nur dorthin schimpfen und die sagen, es liegt noch kein Antrag vor. Also soweit ich weiß, ist bis dato nichts eingegangen in Brüssel, das fundiert genug wäre, um zu beweisen, okay, wir brauchen das. Also wir müssen als Bayern unsere Hausaufgaben machen. Das ist bis dato in der Form, glaube ich, nicht erfolgt, wie es nötig ist. Nächster Punkt. Auch die CSU-Abgeordneten in Berlin haben bis dato allen EU-Rettungsschirmen zugestimmt, die sie hier jetzt dann als Destabilisierung des Euro auch zu Recht in den Raum stellen. Wir sind dagegen, Rumänien und Bulgarien aufzunehmen. Jawohl, die haben es noch nicht im Kreuz, die können wir in den Schengen-Raum nicht reinnehmen, weil sonst die Außengrenze Rumäniens und Bulgariens nur zu überwinden ist. Dann haben wir illegale Einwanderer, Kriminelle und dergleichen in der ganzen EU. Also wir sind hier inhaltlich an ihrer Seite, sagen aber, sie müssen das tun, was sie tun können, müssen ihren Abgeordneten in Berlin auch sagen, wie sie bei diesen Themen künftig abstimmen sollen. Und auf die Personalie Juncker, der wurde von der CDU-CSU mit viel Vorschusslorbeeren ins Amt gehievt, zuvorderst auch von Manfred Weber, EVP-Vorsitzender, mit großen Ankündigungen, der steht für Stabilität. Es ist auch von den Bundestagsabgeordneten Friedrich unter anderem postuliert worden damals. Das ist eine neue Epoche mit Juncker und der genießt die volle Rückendeckung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und jetzt plötzlich hat sich dieser Juncker wohl zu einem Kuckucksei entpuppt. Er ist von Ihnen großgezogen worden und jetzt kritisieren Sie zu Recht, wohin er sich entwickelt hat. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass diese Personen, die uns heute aus dem Ruder laufen, von ihnen eingesetzt worden sind, von ihnen groß gemacht worden sind und jetzt scheinbar den Kontakt zur Realität verloren haben. Also ganz klar, wir müssen hier sensibel vorgehen. Ein blindes Draufhauen hilft nichts. Kritisieren Sie Ihre eigenen Leute und machen Sie Ihre Hausaufgaben. Stellen Sie das zurecht an den Pranger, was geändert werden muss, und ändern Sie das Thema Schleierfahndung und bemühen Sie sich endlich um einen Antrag Richtung Brüssel, der hier einfordert, wir müssen diese Grenzkontrollen zwingend weiterführen. Das sagt Ihnen die Polizei vor Ort, wir haben die Zugriffszahlen, wir haben die Aufgriffszahlen, die eindeutig beweisen, das ist sinnvoll. Und ich würde es geradezu als Einladung an die Schleuser sehen, wenn jetzt die Grenzkontrollen wieder aufgehoben
aufgehoben werden, werden die Schleuser sagen, jetzt ist wieder freie Fahrt, wir können es wieder probieren. Sie werden wieder mehr Leute finden, die bereit sind, sich einen Schleuser zu kaufen, die hier bereit sind, auch den Weg übers Mittelmeer zu gehen. Also Bayern muss hier an der bayerisch-österreichischen Grenze das tun, was es tun kann. Das tut es bis dato nicht. Dankeschön. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Rosen.